ich bin's wieder, Bettina. Heute treffe ich mich mit Frau Blöbaum hier im Park. Sie ist Umweltpsychologin und hat beim Mitmachkalender diese Woche schon was vor vom Naturgut Ophofen mitgeholfen. Frau Blöbaum, schön, dass wir uns heute hier bei Herbstwetter und Nieselregen in diesem Park treffen. Ja. Ein Park, ist das denn überhaupt Natur? Alles, was eigentlich, könnte man sagen, nicht vom Menschen gemacht und überformt ist. Und ein Park ist natürlich vom Menschen angelegt und gemacht, aber trotzdem ist es Natur, weil die Pflanzen, die hier sind, sind Teil der Natur, die Steine, die hier rumliegen, die Blätter, all das, ist, was uns umgibt, ist Natur. Welche Vorteile hat Natur denn ganz konkret? Ja, wir sind ja in unserem Alltag eigentlich ständig in der Stadt von unglaublich vielen Reizen umgeben. Und die Natur hat ein bisschen angemesseneres Anforderungsbild. Das heißt, wir haben weniger Reize und wir können uns besser erholen und können uns entspannen und unseren Gedanken nachgehen. Und was kann ich mir da ganz genau drunter vorstellen? Und tatsächlich ist es auch so, dass man nachweisen kann, dass wir uns in der Natur besser entspannen und erholen. Das heißt, wir können zeigen, wenn Menschen im Stress waren, ob es jetzt Kinder sind oder Erwachsene, und sie sind danach in der Natur, sind sie danach wieder aufnahmefähiger, leistungsfähiger und aufnahmebereiter. Spielen Kinder denn in der Natur eigentlich anders als zu Hause oder auf dem Spielplatz? Ja, das ist tatsächlich so, weil vorgefertigte Spiele zu Hause oder auch das, was auf dem Spielplatz ist, das gibt ja schon so ein bisschen vor, was die Kinder da machen können oder machen sollen. Und in der Natur ist es freier. Das heißt, manchmal brauchen die Kinder einen Moment länger, das verunsichert manchmal Erwachsene auch, aber dann entfalten sie sich eigentlich viel besser. Sind denn Kinder, die viel in der Natur sind, eigentlich auch umweltbewusster oder setzen sie sich mehr für die Natur ein? Also das in der Natur sein und die Natur erleben ist eine absolut wichtige Voraussetzung, auch eine Verbindung zu Natur und Naturschutz und Umweltschutz aufzubauen. Aber es braucht noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel sowas wie gute Vorbilder in der Familie, bei den Eltern, bei Freunden, die naturschützendes oder umweltschützendes Verhalten auch vorleben. Wenn das so ist, dann fange ich doch direkt mal damit an. Mensch, das war wirklich spannend. Frau Blöbaum hat mir noch so viel mehr darüber erzählt, wie wichtig es für Familien ist, in die Natur zu gehen. Seid ihr auch neugierig geworden? Der Mitmachkalender, diese Woche schon was vor, bietet euch spannende Ideen und erlebnisreiche Aktionen zum Rausgehen in die Natur. Wir sehen uns und bis dahin bleibt natürlich.